So, meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Victoran. Ach, guck mal, ja, die, klar, die kenne ich noch, die explodieren bei Tod. Deswegen hat es mich gekillt. Das hat mich damals schon auseinandergerissen. Wundert mich jetzt nicht. Ja, man weiß halt nicht mehr alles, ne? Wenn man halt eine Weile nicht gespielt hat, ich werde den Boss gehen auf jeden Fall killen. Der gehört getötet, wer auch immer das ist. Ein Splitterwächter. Au. Die Schocken, ja. Sagt mir jetzt auch zu, ist gar nicht so schlecht. Was haben wir denn hier für eine Sanctum Sanctuarium und das Dampf. Achso. Sanctum Sanctorum. Ja, schon richtig. Aber wohl noch ein Dings. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich in Ruhe. Ein Heilschrein wäre ganz cool. Was haben wir da? Ein Chicken? Overdrive. Ist nicht das, was ich wollte. Aber gut. Da mal eine Heal Potion nochmal. Zack. Können wir hier einsetzen. Ambrosia. Ja, ist das Gute daran. Das gute Ambrosia. Was mich komplett heilt. Fester der Butler. Ja, stand er da, ohne einmal zu sterben, sollen wir den killen? Ich denke aber nicht erst das Problem, sondern halt eher diese komischen Lappen hier. Kräftiger Vampirkönig. Ja, schauen wir mal. Müssen wir ein bisschen weglaufen, wenn wir hier wenig Leben haben. Ist kein Thema. Kommt das Ding mal zurück irgendwann? Anscheinend nicht. Alter, dein Ernst? Wie sind denn das, bitteschön? Oh ja. Ja, Vampirblut. Köstlich. Wo ist denn Fester der Butler? Die Schockwellen sind eine ziemlich geile Sache, um halt Gegner von einem Müll abzulenken. Wo ist er denn? Habe ich da noch nicht gekillt, oder? Glaube ich nicht. Irgendwo konnte man noch die Mission hier sehen. Karte und Quests. Achso, wahrscheinlich ohne komplett zu sterben. Ah, erschlage den toten Timmy, den gibt es ja auch irgendwo noch. Sanctum Sanctorum. 26 bis. Also die ganzen Rapiers sind einfach. Die man hier findet, sind eher Müll, die Items. Gefühlt Müll. Manchmal mit der lässt eine Spur aus Feuer. Ach, genau, deswegen habe ich die Nadel. Das ist nicht schlecht. Die Waffe Nadel, das hat wahnsinnig viel. Viel Verstärkung für den Ansturm. Das finde ich halt wahnsinnig cool. Erschlage Fehlschöpfung mit der Schrotflinte, beschlage vampirische Totems mit der. Waffe Handmörser, besiege Lord Gabriel, während drei Flüche aktiv sind. Und besiege Lord Gabriel, um zu sterben und ohne Schreien. Nee, das schaffe ich nicht. ich glaube nicht. Stelle und besiege Lord Gabriel. Ohne Schreien, nee, kannst knicken. Ich denke, dafür müssen wir noch ein bisschen trainieren, oder? Ach, das war doch der Vampirtyp. Doch, irgendwas kommt mir bekannt vor jetzt. Und was macht Klack? Lord Gabriel! Haben wir die nicht auch schon mal besiegt? Das nicht mein Freund ist, der verrückte Hutmacher. Sie suchen den Geschosserzeugung Schwäche empirische Totems. Möchtest du deinen Tod? Okay, wow, eklig. Hä, kenne ich das nicht?
Habe ich das nicht schon mal gemacht? Und wie ist der immun? Warum? Und der geht mir auf den Nerven. Hier, auf der Minimap, der fette Bossgegner. Lass mich in Ruhe, zielsuchende Geschosse. Yo, seh ich. Kriegst mal hier einen Bumerang in die Fresse. Was haben wir hier schönes? Heilung? Ich glaube, wir haben zweimal Heilung, ne? Irgendwie bekommt mir dieser Kampf wahnsinnig bekannt vor. Jetzt gehen die mir auf den Zeiger. Oh, das war ziemlich geil erledigt. Er ist bestimmt wieder uns besiegbar. Ja, klar, gönn dir. Du hast einen Schrein angesetzt. Herausforderung. Ach, ist doch kacke. Vielleicht hätte ich es mal lassen sollen. Ich glaube, ich hätte es sogar geschafft. Aber in dem Spiel könnte ich noch viel mehr perfektionieren. Oh nein, du hast mich besiegt. Glaube ich nicht, oder? Wie kann das nur sein? Das ist so total ironisch, was er geredet hat. Du bist wahrhaft Okay. Ich bin kein ebenbürtiger Gegner für deinen Glanz, deine Fähigkeiten und deine Schreckenhüte. Alter, der verarscht mich doch, oder? Oh Gnade, oh großer Jäger, und kauf dir einfach einen neuen Hut, du Depp. Ja, wollte schon sagen, das wäre so total dämlich. Das ist doch nicht alles. Gabel von einem unzerstörbaren Diamantschildgeschütz. Zünde und zerstöre 3 Ätherfallen, um den. Ja, die Dinger sind. Ach nee. Die Ätherfallen sind woanders. Wie bitte? Um den Schild zu deaktivieren. Drei Bossgegner sind übrigens hier. Da oben sind die Ätherwächter. Tja, die töten mich da alle instant, Alter. Holy shit. Und der Typ kommt mir da hinterher? Ich glaube, du spinnst wohl. Diese Ritter. Ne, das sind Ätherwächter. Hätte was, als wären wir diese ekelhaften Ritterwächter. Alter, ist das dein Ernst? Eieiei, ohne zu sterben und ohne Tränke zu benutzen? Das ist heftig. Vor allem der Typ kommt ja mal daher. Deswegen, die Normalform zu gehen, hätte ich hinbekommen, ja, durchaus. Schnell heilender Vampir-Akku-Loot. Ist er immer noch hier? Ich habe einen schon mal gekillt. Ist schon mal in Ordnung. Oh, ich meine, der killt mich gleich wieder. Alter, was ist los? WTF, Alter. Was ist los mit euch? Guckt euch diesen Schaden an. Wenn ich jetzt sterben sollte, werden die halt wieder alle regeneriert, ne? Das ist so dumm. Ja. Gut. Da wird mein Todescounter einfach mal auf over 9000 gepusht. Vor allem fast einen getötet und der killt mich instant. Boah, verkrüppelt. Er ist richtig pissig, dass ich seine Wächter kille, ne? Alter. Ich habe einen gekillt. Gerade so. WTF. Ich gehe mal ein Stück weiter, bis Gabriel mir folgt. Hier ist er. Das ist Gabriel, oder? Ne, wer ist denn das? Ein schnell heilender Vampir-Akku-Loot. Gabriel ist hier in der Mitte. Der göttliche Gong.
Und wenn ich die weiter zum Wächter gehe, dann kommt er ja schon wieder. Das ist seine kleinen Babys hier sind das doch. So, ein Schild kann ich jetzt kaputt machen. Oder? Ja, da ist die Ätherfalle. Ich kann verstehen, dass du pissig bist. In dieser Welt verbleiben, aber bitte lass deine Wut nicht an meinen Sachen aus. Es hat mich Jahrzehnte gekostet, diese komplexen Maschinen zu bauen. Sie zu zerstören ist schlicht unhöflich. Hey, das ist der Quatsch. Das hört sich ja total sarkastisch an. Ich kann ihn gar nicht ernst nehmen. Ist aber nicht schön. Ist der böse, wenn ich das mache? Was war da? Replizieren. Oh. Vom Gegner. Ich verstehe. Ganz viele Gegner. Autsch, autsch, autsch. Tot. Alter, das Spiel ist ja mega hart. Ich habe ein Drittel gekillt. Weil der Schild kaputt ist? Nee, das macht keinen Fun, wenn ich halt dauernd sterben muss, weil die Gegner so stark sind. Das ist ein arschweiter Weg. Ich muss mal ein bisschen die Abkürzung hier finden. Ich hätte natürlich auch die Dinge nicht replizieren sollen, ne? Replizieren müssen. Aber alles anzufassen, das gehört einfach zum Forscher dann sein dazu, weißt du? Ich bin neugierig. Erstmal Gegner kennen, ganz wichtig. Oh, hier sind Ätherwächter. Oder? Ja, sind sie. Geht doch mal weg. Ich will gegen euch noch gar nicht kämpfen. Jetzt kommt ihr dran. Gib mir auch gute Items. Und die lassen grundsätzlich alle mal so schöne Items. Finde ich total cool. Der Item-Drop damals war nicht so heftig gewesen. Wo ist er denn? Da. Wir sind die Champions. Achievement freigeschaltet. Weil wir natürlich wieder verhindern, dass ich das Ding kaputt mache. Wenn ich mich hinter deine Falle stelle, nutze das aber gar nichts, mein Freundchen. Meine Maschine zu zerschlagen und stirb endlich. Du machst mich ernsthaft sauer. Ich weiß auch gar nicht, was es für maximale Level mittlerweile gibt. Wie findest du es hier? Damals war es anscheinend Level 20 gewesen. Ja, ich weiß, ich quatsche mich dazwischen. Naja, ich habe nun mal meine Hobbys. All die viele Zeit als Unsterblicher. Mit lebenden Dingen spielen, tote Dinge daraus machen, sie wieder lebendig machen und so weiter. Damals war wohl 20 das Maximum gewesen. Ich habe mir letztens mal meine, also bevor ich die Folge aufgenommen habe, um zu gucken, wo ich denn wo ich denn gewesen bin. Ja, mal so ein bisschen meine letzte Folge angehört, die ich aufgenommen hatte. Ja. Und da habe ich wohl gesagt, mir fehlen nur noch anderthalb Level und das war halt, war ich 18,5 gewesen. Oder 18, ein und ein Drittel Level hatte noch gefehlt gehabt. Meine genauen Worte. Also damals war wohl 20 Maximum Level gewesen. Ihr habt ja gesehen, dass ich jetzt schon Level 37 geworden bin. Wahrscheinlich haben sie es einfach verdoppelt. Weil vorher war ich 18, jetzt bin ich 37. Scheinbar einfach die XP, die man halt braucht, halt, also mal halbiert für ein nächstes Level, das somit man halt doppeltes Level gewesen ist. Keine Ahnung. Da haben wir hier Schönes oben. Jemand, der sich sofort verzieht. Ich glaube, die beiden Tränke hatte ich definitiv gehabt. Vampirblut und Heiltrank. Das sind schon zwei schöne Skills. Ich werde erstmal einen fokussieren. Alter. Ah, oh, dieses Verkrüppeln ist so räudig. Ja, ich gehe ja schon wieder.
Haha, fress das. Oh, die heilen sich schon wieder. Ekelhaft. So, Nummer 1 getötet. Auf mich diesmal ranzuziehen. Das ist total räudig. Hast du mir eh Schönes bekommen? Wieder ein Rare Item. Der Damage. Ohne Scheiß. So krank. Lebensdiebster Sonnenstrahl Heimlichkeit. Ja, hier, das ist Sunray. Ich habe nicht mal mitbekommen, also, ne, nicht mal mehr in Erinnerung gehabt, dass das Victor Ren ein englisches Game war. Na komm, da ist er. Ja, dann hat nur so gemerkt, ja, die Videos sind ja deutsch. Also die, das eine Intro-Video, das ich mir, glaube ich, angeschaut hatte. Nee, ich war, genau, ich war in-game gewesen, hab halt gesehen, es ist deutsch. Sieh dir nur an, was du für ein Chaos angerichtet hast. Ich werde dich zerquetschen, wie die kleine Ratte, die du bist. Und hab mich halt gewundert. Dein Hut ist immer noch scheiße. Kannst du mal meinen Hut in Ruhe lassen, Alter? Was ist dein Problem, Mann? War halt im Game, hat mich ein bisschen reingefuchst. Ich habe vor Monaten schon mal das Spiel wieder spielen wollen, aber irgendwie hat nicht so richtig die Motivation gehabt. Ich habe gesehen, das ist deutsch. Vicky, du weißt schon, dass ich nur mit dir spiele, oder? Na klar. Nur ein guter Lacher auf deine Kosten. Ich könnte dein Leben mit einem Fingerschnippen auslöschen. Aber wo wäre dann mein Spaß? So. Machst du immer das System ein bisschen austricksen? Autsch. Zwei Wellen, ist klar. Ich bräuchte mal Lebensdiebstahl wieder, ist ja ganz cool. Gut, dann halt nicht. Aber ich beschwöre da wieder die komischen Dinger hier. Die hat auch die ganze Zeit Damage machen, ne? Nicht nur, dass sie heilen die den? Weiß ich gar nicht. Das ist so witzig. Das System zu verarschen. Oder man muss weit genug weg? Ne, auch nicht. Hat auch keinen Sinn. Wieder drei Wellen. Kritisch. Ja, ein bisschen Schaden können wir machen. Sag mir, hat dich der Justiziar zu mir geschickt? Ich hatte gehofft, dass du ihn für mich töten würdest. Ich weiß gar nicht, ob es sieht so aus, als hätte er dieselbe brillante Idee gehabt. Au. Da gibt es nur einen Fehler in seinem Plan. Ich habe nicht vor zu sterben. Weder heute noch irgendwann. Den Dinger kannst du echt nicht ausweichen, ne? Alter, ohne zu sterben, den Typen zu killen. Das ist doch gegen die, ups. Gegen die Wächter schon sheer impossible. Okay, man kann drüber jumpen. Wo bist denn du? Ist aber nicht in Ordnung, von dir einfach wegzugehen. Er ist leider nicht ganz am Rand. Der Gute. Dann komm, den killen wir jetzt. Scheiß auf seine komischen Äther-Dinger da. Ich richte dem Justiziar meine Grüße aus. Kann das Böse jemals wirklich besiegt werden? Oder ist es ewig? Wie eine dunkle Saat, die immer neue Wege findet zu wachsen und die Welt zu verderben. Ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, dass die Seele eines alten Vampirs nun dem Justiziar gehört. Gebunden durch den Pakt, den er mit seinem eigenen unheiligen Blut unterzeichnet hat. Am Ende wurde er Opfer seiner eigenen Verschwörung. Ausgleichende Gerechtigkeit, möglicherweise. Wenigstens irgendeine Gerechtigkeit. Das ist sicher. Der Pakt von Königin Katharina wurde im letzten Kampf zerstört. Vor ihr liegt eine schwere Aufgabe.
Zagoravia neu aufzubauen und sich mit den Folgen all der falschen Entscheidungen der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Sie ist nicht die Einzige, die etwas neu errichten muss. Selbst im Tod hat Gabriel noch seine Ziele erreicht und die Balance der Macht in unserer Welt zum Schlechten verändert. Der Orden der Jäger ist nahezu ausgelöscht. Mit dem Fluch, der auf mir lastet, bin ich nicht der Richtige, um ihn wieder aufzubauen. Aber ich kenne genau die richtige Person für diese Aufgabe. An Katharina kann ich mich auch noch dran erinnern. Auf ihrem Balkon haben wir irgendwann mal gekämpft gehabt. Gegen uns so ein Riesenmonster. Ein Drache oder so, kein Plan. Ha. Ich guck mal, erstmal unseren Geldsegen. Mittlerweile 814.000 Gold. Ich brauche das Gold. Ich weiß nicht, wofür man das Gold braucht. Wir gucken dann gleich mal wie in den Geschenkekisten. Die goldenen Items ist natürlich das Wichtige daran. Die dämonische wilde Magie. Kraftstein des Schlagens. Sonnenstrahl legendär. Legendäres Item ist auch nicht schlecht. Kann man nicht nach Seltenheit sortieren oder so? Ach doch, hier. Nach Seltenheit, nach Typ, nach Preis sortieren. Nach Seltenheit. Genauso wie hier mal nach Seltenheit sortieren, bitte. Genauso wie hier. Und hier. Ach, da kann man nach Schicksalspunkten sortieren. Ich weiß da nicht, wie genau er hier gerade sortiert. Was ist das? Kopfgeld, da schalte ich schon in den folgenden Orten den Schlüssel teilen. Beat Made Meat. 168 Stunden hat man dafür anscheinend Zeit. Was soll ich gucken? Was habe ich bekommen? Hier, das Ding, glaube ich. Wilde Magie, irgendwas lila muss es sein. Lightning, der Blitz. Schwertmeister, ne. Reaper auch nicht. Wild Magic. Ja, Wild Magic. Plus 5% Schaden pro Ladung von Arcana Kraft. Arcana Orbs aufzuheben, gewährt Regeneration. Welche Arcana Kraft? I don't know. Ja, Geheimnis 0. Hier gibt es 3 Geheimnisse irgendwo. Sanctum Sanctorium. 3. Ich habe nicht ein einziges gefunden. Ich meine, die sind ja sowieso alle gegen der Tod. Komm, ganz kurz ein bisschen rumschauen. Da ist zum Beispiel eins. Da muss ich von da drüben hin. So. Machen wir kurz eine kleine Pause. Gucken danach noch. Machen wir noch eine nächste Folge. Schauen, was wir noch Schönes machen können. Und ja, dann bis zur nächsten Folge von Victor Vran. Ist ja eklig. Eine fleischfressende Pflanze.